Ja, Wagner, herzlichen Glückwunsch zum 74:70 gegen die Bonach Young Pikes, zum 17. Sieg in Folge. Aber das war ein hartes Stück Arbeit heute, oder? Ja, Bonach ist nicht umsonst auf dem 7. Platz gewesen vor dem Spieltag. Haben eine sehr junge, talentierte Mannschaft, Spieler dabei, die wir in den nächsten Jahren in der ersten Liga sehen wird oder auch im Ausland sehen werden. Mit einer der talentiertesten Mannschaften in der Liga mit Sicherheit. Das haben sie heute gezeigt. Wir haben ein bisschen schwach angefangen, haben ein bisschen müde angefangen, haben aber dann eigentlich im zweiten und dritten Viertel das Kommando übernommen, waren 18 Punkte vorne, müssen dann eigentlich das Ding zumachen und haben eigentlich durch unsere Nachlässigkeiten Bonach wieder zurück ins Spiel gebracht. Sie haben diesen 18-Punkte-Vorsprung gerade angesprochen. Was ist danach passiert? Man hat sich im Prinzip das Leben selbst schwer gemacht, oder? Ja, es reicht in der Liga nicht mit 80% zu spielen. Bonach ist eine gute Mannschaft und wenn wir da ein bisschen zurückgerudert, wollten keine Foul machen, waren dann Foulprobleme, haben dann vergessen ein bisschen zu verteidigen, haben uns auch jetzt mit der Zone von Bonach ein bisschen aus dem Rhythmus bringen lassen, haben den einen oder anderen Wurf nicht getroffen und dann kommt sowas zustande. Und natürlich wäre es besser gewesen, weiter hart zu verteidigen, auf 25 zu gehen und dann ist die Sache auch gegessen. Das war jetzt nach dem Spiel in Chemnitz und auch hier gegen Heidelberg das dritte Match eigentlich, wo es so einen Hänger am Ende gab. Ist das dem Zeitpunkt der Saison geschuldet, dass so ein bisschen die Akkus so Richtung leer gehen? Ja, ich würde nicht sagen, dass es mit Chemnitz vergleichbar war, ein bisschen andere Situation. Ich denke, wir hatten ein sehr, sehr schwieriges Spiel am Freitag in Kirchheim. Mental war das sehr, sehr schwierig, da zu bestehen. Auch er hat Energie gekostet, hatten 8 Stunden Rückfahrt im Bus, um 6 in der frühen Fechtwelt angekommen, hatten dann ja nicht mal ein Training zur Verfügung und das merkt man schon und wir sind jetzt glaube ich 17 Mal ungeschlagen in Folge und haben eigentlich alles unter Kontrolle gehabt und das hatten wir in Chemnitz nicht. Chemnitz war das anders, Chemnitz hatten wir nicht mal alles unter Kontrolle, hier hatten wir es eigentlich unter Kontrolle und haben uns eigentlich das Leben selber schwer gemacht. Wenn wir weiterspielen, das Ding noch 5 Minuten weiter verteidigen, dann kommen die auch nicht mehr zurück und dann gewinnen wir das Spiel. Aber klar, ich meine, dass jedermann spielt Basketball und wir müssen auch, denke ich, lernen, knappe Spiele zu gewinnen. Das ist auch gut, dass wir wissen, dass wir knappe Spiele gewinnen können, wie zum Beispiel jetzt in Chemnitz oder auch in Nürnberg oder auch zu Hause jetzt gegen Bonach. Ja, Christian Schandheidiger, 74:70 gegen Bonach, der 17. Sieg in Folge. Warum ist es nach diesem 18-Punkte-Vorsprung Mitte des dritten Viertels nochmal so eng geworden? Ja, ein Basketballspiel hat immer Auf und Abs und natürlich hatte Bonach dann eine sehr starke dritte Viertel und damit mussten wir erstmal zurechtkommen, aber am Ende zählt nur der Sieg. Jetzt war es nach dem Spiel in Chemnitz und auch hier zu Hause gegen Heidelberg das dritte Spiel, wo es so ein bisschen enger wurde als eigentlich unnötig. Liegt das am Zeitpunkt der Saison, weil jetzt doch schon so viele Spiele in den Beinen und auch in den Köpfen sind? Ja, es ist halt schwierig, diese Intensität aufrechtzuerhalten und da müssen wir noch besser werden für die Playoffs und sobald wir das geschafft haben, denke ich, wird es sehr, sehr schwierig werden, uns in den Playoffs zu schlagen, weil wenn wir dann erstmal 15 vorne sind und dann noch die Intensität halten können, ist natürlich dann wäre das perfekt. Ich glaube, das ist, was Andreas sich wünschen würde. In diesen knappen Spielen heißt es dann oft, die Mannschaft hat einen Weg gefunden, es zu gewinnen. Was war heute der Weg? Ich denke, heute haben wir nur gekämpft und Offensive Rebounds. Siehst du Jeremy, der einen wichtigen Offensive Rebound hatte. Du siehst Derek, die wichtige Offensive Rebounds hatte. Und ich denke, das hat uns am Ende dann so ein bisschen gerettet. Du bist selber heute auf 19 Punkte, 12 Rebounds gekommen. Zufrieden mit dem, was unterm Strich steht? Ja, ich bin zufrieden, solange wir siegen und solange jeder glücklich ist und keiner jetzt sich maßgeblich verletzt hat, ist alles gut.